Hallo Welt. Hallo Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Da sind wir wieder, fast Nacht. Hat sich erledigt. Ja, haben wir geschafft. Wir waren super mit dabei. Wir haben gar nicht musiziert. Da gibt es nämlich noch einige Aufgaben. Musizieren und irgendwie Kröteneier abgeben und sowas alles. Das war diesmal gar nicht. Ich glaube, das ist randomisiert, wollte ich in der letzten Folge schon sagen, aber da waren wir schon mittendrin. Da ging es schon richtig los und da ist das, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Du, die haben die Pakete haben sie aber allein gesammelt hier, oder? Ja, eins konnte ich noch schnappen. Aha. Ja, hat jemand schon eingesammelt. Ja. Und wie es aussieht, hat es geklappt. Wir haben das alles geschafft, wir haben sie beschützt. Haben ja auch unsere Belohnungen bekommen. Halt, Moment, genau, Belohnungen. Denn da können wir vielleicht mal reingehen und gucken, ob wir da Rezepte zum Lesen haben. Ich habe da nämlich irgendwas Schönes bekommen. Das ging gerade alles so schnell zur Sache. Ganz genau, Fastnachtskonfetti haben wir bekommen. Ich habe auch irgendwas bekommen. Bauplan hängende Fastnachtgekuppelte. Aha. Ja, die habe ich bekommen. Es wird Zeit, die Speisekammer zu leeren. Wir haben doch eine Speisekammer, oder? Haben wir eine Speisekammer? Mr. Handy hat gerade gefragt. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier jetzt nochmal über die Brücke. Hast du den Riesenhaus, den Holzhaufen hinterm Haus gesehen? Hast du da Holz eingesammelt gerade? Nö, ich bin ja überladen. Okay. So, dann genau, waren wir hier im Bienenhaus. Das Bienenhaus. Genau, und dann wurden wir ja hier weggeholt. Dann ging's los. Honig, ich hab Honig gefunden. Milch? Oh, guck mal. Hier unten. Oh, Brummbär. Brummbär mit Bienenoutfit. Sugar. Das ist ein Honigglas. Wow. Was ist das da oben? Ah, Klebeband. Und überschüssiger Kleber. Oh, hier hat jemand Kleber. Oh, was ist das denn? Hey, das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Eine Puppe liegt hier. Die Puppen sind aber auch neu, oder? Das ist aber gruselig. Rattengift. Hier ist ein Pferd. Das von... Das von einem... Tentakel angegriffen wird. Oh, das ist schon halb aufgefressen hier von dem Tintenfisch da. Rattengift ohne Puppe. Oh, süß. Gelbe Farbe, Tafellöffel. Und noch irgendwelche Sachen. Wir sind ja immer noch wieder am Schießen. Ja, jetzt ziehen so die Verbrannten langsam wieder ein hier. Guck mal hier das Bild, hast du gesehen? Von N. Zu Hause ist, wo dein Herz ist. Oh, schön. Hm. Wo bist du denn? Ich will nicht das Eichhörnchen. Ich nehme den Zwerg aber. Ah, ich kann hier kochen. Sehr gut. Aua! Das Eichhörnchen, wie es weghockt. Tut mir doch nicht weh. Hätte ich fast erwischt. Oh, Moment. Ballons? Ich liebe es immer, diese Ballons zu reparieren hier. Ich weiß auch nicht. Hier. Wer schießt? Hier bist du. Wieder gut rund hier.
Hör auf zu schießen. Lass mich meine Runde erstmal vollenden. Und zwar, wo waren wir hier? Ich komme angeschlichen. Ja. Fastnachtroboter, sollen wir das lesen? Oder starten wir dann wieder das Event? Na, leider startet das nicht so schnell, das Event. Da brennt jetzt erstmal das Feuer. Bis das Feuer aus ist, dauert das noch eine Weile. Kannst du ruhig lesen? Ich bin gerade am Köcheln hier. Responder Außenposten, da ist auch noch was zu lesen. Oh, was war das? Was habe ich dir gesagt? Lass es sein. Hat er nicht gehört? Nein. Ja, wer nicht hören will, der muss büßen. Okay. Wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Schaffst du den? Ach, Vorschlag haben wir ganz bald. So, sollen wir dann mal eben lesen? Hier auf dem Tisch ist was. Aha. Responder, Außenposten, lesen. Responder, Flatwoods verlassen Point Pleasant Harpers Ferry. Also hier war was. Mund am Tresen haben wir Fastnachtroboter, aber haben wir das schon gelesen? Ich bin nicht sicher. Wo ist das hier? Ich war zunächst ja skeptisch, aber die Fastnacht mit den Robotern zu feiern, hat doch ziemlich Spaß gemacht. Die Touristen scheinen sie zu mögen und für uns bedeutet es weniger Arbeit, wenn sie bloß ein bisschen schneller sich bewegen könnten. Ja, haben wir schon gelesen. So, jetzt deckst du mir den Rücken und ich koch mal was. Okay. Alle Nahrungsmittel. Gebratenes Megafaultier. Gegrillte Rettkröte. Was noch? Knuspriges Eichhörnchenbissen. Können wir ein paar von machen. Rettkrötenomelette. Krötenomelette, nicht Kröten. Mit Krötenei. Sehr fein. Ei, können wir da was machen? Nein. Getränke. Abgekochtes Wasser. Einfacher Rosbrunnen-Tee. Tato-Saft. Gut. Dann habe ich auch ein Level-Up wieder. Sollen wir mal die Skills uns anschauen? Du hast ja auch ein Level-Up gehabt vorhin, oder? Ja, ich spare mir meine aber auf. Das ist immer so. Für eins lohnt es sich für mich gar nicht, da reinzugehen. Aber ich gehe jetzt mal in Ability, weil ich da so Action Girl Gewichtsziel, leichtes Gepäck. Ach, machen wir leichtes Gepäck. Gut. Messing. Extra Wurst. Bleiben. Ich hätte ach, wir wollen jetzt auf 3. Dann. Okay. Gut. Richie ist draußen. Da ist er ausgegangen. Dann,
Wir müssen aus dem Konzept. Da waren wir drinnen, ne? Ja, in dem Honighaus waren wir. Das war jetzt gerade übrigens das Käsehaus, in dem wir da gekocht haben. Da ist das Cheesehaus. Sogar teilweise eingedeutscht. Und hier drüben ist noch irgendwie so eine Bücherei oder so. Und hier ist, glaube ich, das Museum, das riesige Museum, in dem du gerade bist, oder? Wo bist du? Ich bin, Ach, draußen, hier, ja. Okay. Drucker schon wieder. Oh, ein Bürgerkriegszylinder. Sich aus. Oh, geht doch. Ach, wie mit Zylinder. Slash. Und was gibt es sonst noch hier? Nix. Ja, ins Büchergeschäft. Gehen wir da noch gucken? Ja, wo ist das? Da oben. Ah, da. Wieder Druckstimmzettel. Deutsche Bücher lesen. Ich werde jetzt auch deutschsprachige Version unserer Bücher bestellen. Es wird sie zwar sowieso niemand lesen, aber bei den Touristen dürfte es gut ankommen, wenn sie Bücher in der Muttersprache der Stadtgründer kaufen können. Mhm. Ja, das ist der gleiche Zettel hier. Drucker, überall Stimmzettel-Drucker. Oh, ich hab Durst. Sag das doch. Na, du hast Durst, habe ich gesagt. Hirnpilzsuppe, lecker. Sonst ist hier nichts Interessantes drin. Ja, keine deutschen Bücher sind noch nicht angekommen. Vielleicht finden wir irgendwann. Nee. So sieht's aus. Hier ist noch grüne Grütze. Plasmaschleim. Aber sonst war es das. Oder? Ja. Dann war es hier eine Kirche. In der Kirche und unten in dieser Scheune, in diesem Werkschuppen. Ja, wo soll ich doch so hingehen? Ja, wir können ja beides machen. Du gehst in die Kirche, ich gehe in den Schuppen. Und dann haben wir... Meinst du, sollen wir uns trennen? Ja, dann können wir beide verwerten. Okay, ich gehe in die Kirche. Ja, ich weiß warum. Hier sind Hule drin, danke. Ach, sind hier drüben im Schuppen bestimmt auch. Verbrannter. Bevor der mir hier in den Rücken fällt. Gut. Oben war das. Schrott. Und das verwenden. Das. Handspannrevolver. Stufe 10. Auch 44er. Können wir uns gleich mal anschauen. Das verwenden. Das verwenden. Das verwenden. Sichern wollen wir auch nicht. So viel Jagdgewehre. Hab ich gesagt.
Diese Pistole. Weg damit. Pumpgun, so viele. Ach, ich habe das noch so sortiert. Falsch sortiert, deswegen. Ich habe mich gewundert, warum sich die Liste immer so komisch aktualisiert bei mir. Imporapetiergewehr oder Imporapetierpistole? Und 3, Reichweite 96, 10. Wir. Die. Eine Sonnenbrille hast du nicht, ne? Nein. Weil da bekommt man nochmal extra Punkte, wenn man diesen Umzug mit Sonnenbrille mitläuft. Ach so, nein, habe ich nicht. Aber ich laufe den jetzt nicht nochmal mit. Ja. Was haben wir jetzt gemacht? Ich wollte modifizieren und reparieren. Dann schauen wir mal. Hey, ich hatte die ganze Zeit die Pistole, die 10mm dabei und ich habe die gar nicht benutzt. Wie kommt das denn? Moment, herstellen kann ich die nicht, nee. Oh, cool. Ach. Da fehlen mir wieder Schrauben und so. Ja, Schrauben fehlen mir. Na, dann suche ich erstmal Schrauben jetzt. Wie viel Kleber? Kleber, wie viel? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen machen. Ein bisschen ist. Wie viel? Ja, so 3, 4 Stück. Okay. So, habe ich die hier hingeschmissen. Wo? In der Scheune liegt's. An der Werkbank. Und ich suche Schrauben. Mal gucken, ob ich dann Schrauben für dich habe. Ich komme mal gerade. Eichhörnchen laufen hier rum. Die piepen wie Vögel oder wie so. Ich bin aber immer noch überladen. Sollten dann vielleicht zur Sutton-Station gehen. Ja. Damit wir. Wo sind denn deine Schatten? Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes, lieben Dank dafür. Ja, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.